Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen. Wir machen heute mal einen kleinen Akkutest mit dem Huawei Ascent G510. Zu Anfang gleich der Hinweis, auch wie beim Y300, ich weiß, der Energiesparmodus ist an. Der muss deswegen an sein, damit uns die Meldung, wollen Sie den Energiesparmodus einschalten, uns nicht den Test versaut. Die Helligkeit, ich habe also alle Maßnahmen, die der Energiesparmodus jetzt hier vornimmt, wieder behoben. Ich habe das WLAN eingeschaltet, die Helligkeit auf volle Kraft gestellt und ja, wir lassen jetzt einfach mal den Battery-Test hier durchlaufen, den AnTuTu-Tester, und dann schauen wir mal, was das Ganze ergibt. Also wir sehen uns dann wieder. Ich werde das hier so schneiden, dass ihr, ne. Genau, ich werde das dann wieder so schneiden, dass ihr ein paar Ergebnisse seht, immer mal zwischendurch. Und dann natürlich das finale Ergebnis. Ja, Last Score, das war nicht mit voller Kapazität, das war einfach nur, um den Akku runterzulutschen, damit ich es dann voll aufladen kann, damit er nicht irgendwie beeinträchtigt ist. Gut, ich melde mich dann wieder mit dem ersten Zwischenergebnis. Bis dann. Ja, hier bin ich ja schon mit meinem ersten Zwischenbericht. Das ging jetzt recht fix, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier innerhalb von 25 Minuten den Akku schon auf 73% runtergesaugt. Das ist ziemlich enorm, wie schnell das jetzt geht. Ja, wir gucken einfach mal, wie sich weiter verhält, ob sich da eventuell Ungleichmäßigkeiten ergeben in der Anzeige der Akkukapazität. Aber das werden wir dann sehen am Ende. Also, bis zum nächsten Zwischenbericht. Ja, hallo liebe Leute, da bin ich schon wieder. Und zwar mit dem nächsten Zwischenstand. Wir sind bei 45% nach 42 Minuten nach dem letzten Zwischenstand. Wir haben innerhalb von nach einer guten Stunde haben wir hier über die Hälfte des Akkus verbraucht. Das finde ich schon ein bisschen schwach. Bin mal gespannt, wo wir da jetzt am Ende landen und wie viele Punkte der Akku dann, der Battery-Test jetzt quasi ergibt. Ja, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Wir sehen uns dann mit dem finalen Ergebnis wieder. Bis dann, Leute. So Leute, ja, wie ihr sehen könnt, das Huawei hat sich schon ausgeschaltet. Das heißt, das Testergebnis ist draußen und wir haben, das ist sagenhaft, also nur 293 Punkte. Das ist mal richtig schwach, wie ich finde. Damit sind wir hier echt am unteren Ende der ganzen Skala. Also ich bin leicht geschockt. Also so schlecht habe ich das hier nicht erwartet. Aber ihr seht das. Wir haben hier etwas mehr wie 1,5 Stunden gerade mal gebraucht, bis wir hier auf 19% runtergelutscht waren. Also das finde ich schon echt heftig. Gut, ich habe zwar nicht erwartet, dass es so gut abschneidet wie das Y300, weil wir haben hier ein um 0,5 Zoll größeres Display, was auch deutlich heller ist, und dazu dann den kleineren Akku. Aber dass wir hier so schlecht abschneiden, das habe ich nicht erwartet. Aber auch so im alltäglichen Gebrauch, wenn ich mal jetzt gedaddelt habe oder so, der Akku geht schon recht fixend in die Knie. Das habe ich auch schon bemerkt. Gut, ja, also ihr seht, der Akku gibt nicht allzu viel. Da werdet ihr vielleicht bei, ja, normalem Gebrauch, ich denke mal knapp über den Tag kommen. So wie es auch meine Erfahrungen sind. Also abends ums Laden kommt ihr nicht drum zu. 2 Tage damit zu schaffen, halte ich für fast unmöglich bei einem normalen Gebrauch. Da müsst ihr schon das Ding höchstens hin und wieder mal anschalten. Aber WLAN immer an, wird das echt schon haarig. Ja, gut, das soll es bei mir aus gewesen sein. Ich hoffe, mein kleiner Test hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen kleinen Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr auch den nach unten geben. Finde ich schade, wie gesagt, immer, aber jedem das seine, ne? Alles klar, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.